Wussten Sie, dass rund die Hälfte aller in Deutschland produzierten Lebensmittel auf dem Müll landet? Dass jeder zweite Salat schon bei der Ernte aussortiert wird und ein Drittel des Obstes bereits in den Mülltonnen der Supermärkte endet? Dass der weitaus größte Teil dieses Lebensmittelabfalls jedoch völlig unverdorben und absolut makellos ist? Lediglich einer Überproduktion geschuldet, weil wir als Kunden zu jeder Zeit in jedem Geschäft die volle Auswahl haben wollen. Wussten Sie, dass selbst in Bergedorf jeder 14. Erwachsene von Sozialleistungen lebt? Dass sich der Anteil Hilfsbedürftiger bei den Rentnern in den letzten 10 Jahren fast verzehnfacht hat? Dass mehr als ein Viertel der Bergedorfer Kinder von staatlicher Unterstützung abhängig ist und dennoch zu Hause der Kühlschrank oft leer ist? Wussten Sie, dass es deshalb die Bergedorfer Tafel gibt? Fünf Tage in der Woche sind sie unterwegs. Die ehrenamtlichen Helfer der Bergedorfer Tafel sammeln bei Supermärkten, Geschäften und Lebensmittelherstellern das ein, was nicht verkauft wird. In den Transportern von Mercedes Mühle legen sie jedes Jahr 40.000 Kilometer zurück. Rund 90 Unternehmen werden teilweise mehrfach die Woche angefahren. Viele Spender sind schon lange Jahre dabei und für sie ist die regelmäßige Lebensmittelabgabe an die Tafel eine Herzensangelegenheit. Ich bin Baujahr 51, wir sind anders erzogen, es wurde nichts weggeschmissen und wir können diesen Familien wirklich einen guten Dienst erweisen. Heute leben wir in der Wegwerfgesellschaft und diese Ware ist ja einwandfrei. Wir sammeln 3 Tage vor Ablaufdatum raus oder es kommt mal eine Fehlproduktion. Die ist heute Morgen ausgeliefert worden, ist das Datum verkehrt gemacht worden, 29.05. sollte 29.06. sein. So, und dann freuen wir uns, wenn wir die Bergedorfer Tafel unterstützen können damit. Es ist ja so, dass die Leute, die bei uns einkaufen gehen, die können sich das leisten. Und man muss einfach sehen, es gibt auch Leute, die sich auch den normalen Einkauf im Frischebereich oder Lebensmittel allgemein sich halt nicht so leisten können und auch diese Vielfalt nicht so nutzen können. Und da springt dann halt die Bergedorfer Tafel ein. Zu wissen, dass man noch was Gutes tut dabei, ist natürlich auch noch ein gutes Gefühl für uns, dass es nicht alles einfach nur in der Biotonne landet. Die Bergedorfer Tafel möchte ihren Kunden möglichst viel frisches Obst und Gemüse mitbringen und so zu einer gesunden Ernährung beitragen. Deshalb trifft man die Tafelmitarbeiter auch regelmäßig auf dem Wochenmarkt. Was braucht ihr denn Nettes heute? Ja, alles, was ihr überhaupt. Alles, was ihr überhaupt. Mal ein bisschen was Nettes ein. Jo. Du, ich gebe immer gerne frische Sachen mit, die ich selber habe und wo ich reichhaltig von habe. Das können die auch gerne alles mitkriegen. Einmal die Woche und weil das alles nette Leute sind und ich denke, das kommt auch bei den richtigen Leuten dann an. Bisschen Spende, ist alles Frischware bei mir, das meiste auf jeden Fall. Warum sollen die schlechtere Ware kriegen, als was die Kunden hier kriegen, sage ich immer wieder auf dem Wochenmarkt. Die 65 Ehrenamtlichen im Fahrdienst arbeiten nach einem ausgeklügelten Logistikplan. Was heute eingesammelt wird, wird noch am gleichen Tag auch wieder verteilt. Ein Lager, gar einen Kühlraum hat die Tafel nicht. So variiert das Lebensmittelangebot ständig. Bei der Tafel gibt es eben das, was in den Läden nicht über den Tresen geht. An Broten kommen 50, 60, manchmal auch 80 Stück zurück. 10% ist eigentlich normal an Retouren, und meistens ist es sogar noch mehr. Und vor allen Dingen bei Broten ist es natürlich schade, wenn man das einfach wegschmeißt. Weil das eigentlich Sachen sind, die sind auch nach 1-2 Tagen noch gut zu verzehren. Und das ist eine gute Gelegenheit, die Bergedorfer Tafel zu unterstützen damit. An 4 Ausgabestellen werden die eingesammelten Lebensmittel dann wieder verteilt. In Bergedorf beim sogenannten Suppentopf an der Petri- und Pauli-Kirche. In Lohbrügge im Gemeindehaus gegenüber der Erlöserkirche, in Bergedorf West im türkischen Pavillon hinter dem Pink House und in Neuschönningstedt in der Begegnungsstätte am Querweg. An allen 4 Ausgabestellen gelten seit Gründung der Bergedorfer Tafel 1998 dieselben Regeln. Nummernlose entscheiden darüber, wer zuerst dran ist, nicht die Reihenfolge in der zumeist sehr langen Schlange. Die Abholung von Lebensmitteln ist komplett kostenfrei. Niemand muss hier seine Bedürftigkeit nachweisen. Und jeder darf sich selbst aussuchen, was er aus dem meist sehr vielfältigen Angebot mit nach Hause nehmen möchte. Eine Mengenzuteilung gibt es nicht, denn die Tafel sieht sich nicht als Almosengeber. Wir schenken nichts. Wir verteilen um. Wir verteilen zwischen Überfluss und Mangel um. Wir sind also nur eine Schaltstelle in der Mitte. Das heißt, wir geben keine Almosen und wir teilen nicht zu. Jeder, der zur Tafel kommt, soll
das bekommen können, im Rahmen natürlich der vorhandenen Lebensmittel, das bekommen können, was er wirklich gern haben möchte. Das heißt, er soll bei uns so etwas wie einkaufen können. Deshalb heißen die Bedürftigen bei der Tafel auch Kunden. Und sie werden von den 65 freiwilligen Helfern an den Ausgaben auch wie Kunden behandelt. Genauso zuvorkommend, vielfach sehr persönlich und durchaus herzlich. Hier in der Keimzelle der Bergedorfer Tafel im Gemeindehauskeller von St. Petri und Pauli spricht man auch gerne von Gästen. Denn im sogenannten Suppentopf wird zweimal pro Woche aufgetischt. Aus den eingesammelten Lebensmitteln kochen die Tafeldamen dann leckere Eintopfgerichte und Suppen. Wir schenken hier zwischen 100 und 120 Teller aus. Und das ist natürlich am Ende des Monats, ist die Zahl der Kunden, die zu uns kommen, ist größer als am Anfang des Monats, wenn es Geld gegeben hat. Diese Ausgabestelle ist eben besonders, weil wir hier eine warme Mahlzeit ausgeben. Und insofern sind auch die Leute, die zu uns kommen, sind anders, weil sie zu Hause nicht kochen. Wir bekommen ganz, ganz viele Dankeschöns von den meisten der Leute, denn die freuen sich natürlich. Und viele sagen auch, wenn ich sie frage, was möchten sie? Ach, geben Sie das, was Sie haben. Wir sind so dankbar, das hilft uns so sehr. Möchten Sie auch noch ein bisschen Obst? Bananen möchten Sie. Wie viel denn? Längst organisiert die Tafel nicht nur Lebensmittel für die eigenen Ausgaben, sondern beliefert regelmäßig auch Wohnheime, Jugendzentren, Spielhäuser und Schulen. Denn immer mehr Kinder, auch in Bergedorf, werden zu Hause nicht satt. Häufig sind Schulkinder sich tagsüber selbst überlassen, viele haben schlichtweg Hunger. Schulbrot ist für sie ein Fremdwort. Für gesunde Pausenmahlzeiten sorgen statt der Eltern immer öfter die Schulen mit Unterstützung der Bergedorfer Tafel. Und für die Kinder natürlich, die nichts dabei haben, ist das eine super Sache. Also dafür sind wir die Tafel auch sehr dankbar, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und auch die, sag ich mal, Supermärkten, die das jetzt nicht wegschmeißen, sondern den Tafeln das gibt, das finde ich echt super. Ich gebe aus Obst und Gemüse, also hauptsächlich Bananen, Äpfel oder eben halt Obst der Saison und dann eben halt Gurken, Tomaten und dann eben halt Joghurt. Donnerstag freuen wir uns immer über die Brötchen, die kommen frisch vom Bäcker, also ist echt super. Auch das Jugendzentrum Juzena in Neu-Allermöhe wird von der Tafel beliefert. Hier kochen die Erzieherinnen regelmäßig mit den Kindern und Jugendlichen. Kochen mit frischen Lebensmitteln kennen viele Kinder nicht mehr von zu Hause. Deshalb werden hier vor allem einfache Obst- und Gemüsegerichte zubereitet. Das ist für uns ganz wichtig. Wenn Tafel nicht geben würde, wenn wir die Möglichkeit leider nicht haben, mit den Kindern das alles vorzubereiten. Heute haben wir Obstsalat mit den Kindern gemacht, dann ganz frisches Apfelsaft haben wir mit denen zusammen gemacht. Nachher dürfen die das dann ausprobieren, trinken, dann können die den Vergleich stellen, wie ist es, wenn sie im Laden einen Apfelsaft trinken und wie ist es, wenn sie einen ganz frischen Apfel in die Hand kriegen und selbst einen Apfelsaft vorbereiten. Die Aufgaben der Bergedorfer Tafel werden nicht weniger und sie werden sich weiter verschieben. Ursprünglich aus einer Suppenküche für Obdachlose entstanden, war die Tafel Ende der 90er Jahre verstärkt Anlaufstelle für Asylbewerber, dann auch für viele Russlanddeutsche. Nun macht den Helfern die rasant steigende Altersarmut, aber auch die mangelnde Versorgung vieler junger Familien Sorgen. Privatspender und lokale Geschäftsleute unterstützen die Arbeit der Tafel, weil sie wissen, dass die Hilfe direkt bei den Bedürftigen in Bergedorf ankommt. Wir unterstützen die Bergedorfer Tafel, weil wir quasi Nachbarn sind. Und für uns ist einfach die Bergedorfer Tafel zu unterstützen, wie es unter Nachbarn üblich ist, dass man sich gegenseitig hilft. Weil ich denke, heutzutage kann, ich sag mal, nicht mehr jede Tätigkeit oder jede Aufgabe kann der Staat übernehmen. Und da sind auch natürlich wir als Unternehmer gefordert oder wir als Bürger, dass wir diese Dinge auch unterstützen. Wir haben alle 4 Wochen ein Frühstück mit Informationen, sprich mit Vorträgen hier im Haus Brücke. Und am Eingang haben wir dann eine Box stehen und da sammeln wir für die Bergedorfer Tafel. Wir haben oft gesehen, dass da lange Schlangen vor diesen Ausgabestellen stehen und das wollten wir eben unterstützen. Also ich unterstütze die Bergedorfer Tafel sowohl privat als auch mit der Buchhandlung. Wir spenden immer wieder Geld. Ich bin privat monatlicher Spender. Ich denke, es macht die Regelmäßigkeit. Das kann auch durchaus eine kleinere Summe sein, aber es geht ja für die Bergedorfer Tafel darum, dass sozusagen die Kosten, die anfallen, dass die regelmäßig abgedeckt werden
Und dafür muss ja jeden Monat ein Etat eben zur Verfügung stehen. Wir haben anlässlich unseres 125-jährigen Jubiläums hier in Bergedorf eine Bergedorfer Motiv-EC-Karte herausgebracht, wo wir 2 Euro pro ausgegebener EC-Karte an die Bergedorfer Tafel spenden. Wir spenden nicht nur, sondern wir Mitarbeiter hier vor Ort in unserer Filiale unterstützen auch die Bergedorfer Tafel tatkräftig auf Aktionstagen, wo wir Kaffee ausgeben, Kuchen oder auch Kinderspiele unterstützen. Ja, und so schließt sich der Kreis wieder. Ob die Bank, die Mitarbeiter vor Ort oder auch im privaten Leben. Wir erkennen das einfach alle hier vor Ort, dass die Bergedorfer Tafel wirklich etwas bewirkt. Denn die Bilanz der Tafelarbeit kann sich durchaus sehen lassen. Etwa 2600 Menschen werden Woche für Woche von der Bergedorfer Tafel mit Essen versorgt. Mehr als 820 Tonnen Lebensmittel pro Jahr verteilt die Tafel, Spenden der Hersteller und Geschäfte, die sonst unweigerlich im Müll landen würden. Ein Team von fast 150 Mitarbeitern kümmert sich an 5 Tagen in der Woche um diese logistische Hilfsleistung. Die Lebensmittel erhalten wir kostenlos. Alle unsere Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich für uns. Nur der logistische und der organisatorische Aufwand ist immens. Den größten Anteil daran haben die Fahrzeuge. Die müssen beschafft werden und die müssen laufend unterhalten werden. Von staatlicher Seite erhalten wir keinerlei Zuwendung. Aber wir haben seit vielen Jahren sehr treue Spender. Ohne diese Spender könnten wir unsere Tafel überhaupt nicht betreiben.